Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Umweltgeschichte, die sich heute mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen wird. Der Terminus Nachhaltigkeit zientifizieren, war der Titel einer Tagung, die am 4. April 2012 hier im Senatssaal der TU Bergakademie Freiberg stattgefunden hat. Und die Antwort auf die Frage ist, nein, er lässt sich nicht verwissenschaftlichen, der Begriff. Und was es mit dem Begriff und seinem Werden und dem veränderten Bedeutungsinhalt auf sich hat, das werde ich nun in den nächsten Minuten hier diskutieren. Zunächst ist erstaunlich festzuhalten, die Behauptung, der sächsische Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz habe im Jahre 1713 den Begriff der Nachhaltigkeit in seiner allumfassenden modernen Bedeutung bereits geschaffen und vorweggenommen. Und diese Behauptung ist sehr erstaunlich und wirft natürlich die Frage auf, wem nützt am Ende diese Behauptung? Ist diese Behauptung denn überhaupt gerechtfertigt? Kann sie Wahrheitsgehalt beanspruchen? Es dreht sich hauptsächlich in der Diskussion um dieses von Joachim Hannberger neu herausgegebene und kommentierte Werk der Silvicultura Ökonomika oder hauswirtliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilden Baumzucht. Und wie es der barocke Titel so vorsieht, geht der eigentliche Titel natürlich wesentlich länger und ist wesentlich ausführlicher. Und verweist also auf das Inhaltsverzeichnis dieses Leipzig 1713 publizierten Werkes. Joachim Hannberger hat sich die Mühe gemacht und hat tatsächlich eine Edition dieses Buches herausgebracht mit editorischen Notizen und nicht eben einfach nur einen Nachdruck und das so dem Verständnis weiter zugeführt. Die Silvicultura Ökonomica ist die Begründung der wissenschaftlichen Forstwissenschaft, also der Forstwissenschaft als wissenschaftlicher Disziplin in Deutschland. Sie ist Handlungsanleitung für die Praxis, aber sie ist mit Sicherheit nicht der Ursprung des Nachhaltigkeitsgedankens, wie das vom Autor Ulrich Grober in seinem Werk Die Entdeckung der Nachhaltigkeit, Kulturgeschichte eines Begriffs ausgeführt worden ist. Ich pflege das eigentlich als Grobers Unfug zu bezeichnen. Interessierte seien auch auf das vierte Krüger-Kolloquium verwiesen und die Diskussion zwischen Herrn Grober und mir über dieses Thema. Es hat schon vor mehr als 10 Jahren stattgefunden, aber Hans Karl von Karlowitz erfüllt alle Kriterien eines sächsischen Indianers. Ein Indianer ist eben in der Literatur des 18., 19. Jahrhunderts angesehener edler Wilder. Sogar das 20. Jahrhundert, Greenpeace greift mit der Weissagung der Cree auf Indianer zurück. Die Weissagung stammt dann allerdings aus den 1970er Jahren, kennt jeder, wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen oder so ähnlich, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann, ja, in der Tat. Und ja, warum ist Hans Karl von Karlowitz der sächsische Indianer? Er ist wild, denn er ist aus Deutschlands Osten, er ist edel, denn er ist von Adel und er ist weise, dem Gott in Deutschland ein Amt gibt, dem gibt er auch den dazu notwendigen Verstand und deshalb sind alle Kriterien des edlen Wilden aus dem Osten erfüllt. Das ist so ähnlich wie mit dem deutschen Reinheitsgebot, dessen 500-jähriges Jubiläum wir ja vor kurzem, vor 4 Jahren gefeiert haben. Es zählt das Reinheitsgebot eines Adligen.
Und es zählen nicht gleichlautende Einheitsgebote von freien Reichsstädten, sondern wir können hier einen Nachklang der Adelsverehrung in Deutschland konstatieren. Wir leben aber jetzt nicht mehr unter einer Aristokratie, sondern in einer Demokratie, und deshalb sind vielleicht andere Leitbilder besser geeignet, sich auch dem Begriff der Nachhaltigkeit zu nähern. Darauf werde ich jetzt gleich eingehen. Aber der edle Wilde aus dem Osten, eine Zuschreibung an Nachhaltigkeit, zum Beispiel an Karl den Großen oder ähnliche historische Figuren, wäre zwanglos möglich, aber hätte nur Erstaunen, Stirnrunzeln, Kopfschütteln hervorgerufen. Diese Zuschreibung macht sich einfach zynischerweise zunutze, dass ein Großteil der Bevölkerung der Bundesrepublik aus den sogenannten alten Ländern immer noch keinen Besuch in den neuen Ländern geschafft hat und dass man in den dunklen Wäldern des Erzgebirges so ziemlich vieles für möglich hält, worauf man am besten angeblich nie gekommen wäre. Tatsächlich ist das, was der Nachhaltigkeit zugrunde liegt, so ziemlich genauso alt wie das Entstehen der Menschheit selbst. Jedenfalls genauso alt wie die Sesshaftwerdung der Menschen. Denn im Rahmen dieses Prozesses der Sesshaftwerdung wird eben nicht Wasser aus Quellen geschöpft, die man unterwegs findet, sondern man muss die Güte des Wassers in der Nähe der Siedlung auf alle Fälle bewahren. Wenn man sich sein eigenes Trinkwasser verschmutzt, dann hat das negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Man muss dafür sorgen, dass von der Ernte ein Teil zurückbehalten wird für die Aussaat im nächsten Jahr. Ein Nachhalt sozusagen angelegt wird, weil wenn keine Aussaat erforderlich ist, dann muss die Sesshaftigkeit aufgegeben werden und die Gesellschaft wäre wieder auf das Dasein einer Jäger- und Sammlerkultur zurückgeworfen oder einer nomadischen Lebensform als Viehzüchter. Der Konflikt zwischen Kain und Abel wird ja bereits in der Bibel thematisiert. Und es muss also auf alle Fälle ein Teil der Ernte zurückgehalten werden, der nicht aufgegessen werden kann, der nicht verzehrt werden kann, damit die Aussaat im nächsten Jahr möglich ist. Und das ist der Kerngedanke eigentlich des Nachhaltigkeitsprinzips. Und dieses Nachhaltigkeitsprinzip setzt, darüber haben wir in einer der vergangenen Sitzungen beim Holz ja schon mal kurz geredet, ein bereits eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Das haben Helga Eblinghaus und Armin Stickler in dem Werk Nachhaltigkeit und Macht zur Kritik von Sustainable Development schön aufgezeigt. Ausschlaggebend ist eine Rede des US-Präsidenten Harry S. Truman. Und in dieser Rede wird das Ziel ausgegeben, dass die Bevölkerung der freien Welt, die natürlich von der USA, von den USA angeführt wird, die freie Welt nach dem Zweiten Weltkrieg für 4 Jahre sind die USA ja alleinige Atommacht, dass die Bevölkerung der freien Welt also einen Lebensstandard erreichen soll, wie die Bewohner der Vereinigten Staaten in den Teilstaaten des Mittleren Westens, im sogenannten Corn Belt, also im Weizengürtel und in den Regionen, die vom Amtsvorgänger Roosevelt ausgerufenen New Deal insbesondere profitiert haben. Und da kann man sich so die typische Walt Disney Oma Duck Kulisse vorstellen mit Apfelkuchen, Automobil, Farm und irgendwelcher Tierhaltung noch und sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen, Elektrifizierung, Kühlschrank ist vorhanden, gegebenenfalls dann auch mit der weiteren Entwicklung der Fernseher und alles, was das Leben in einer US-amerikanischen Vorstadt in der ländlichen Region erstrebenswert macht. Ja. Und natürlich genügend zu essen, ja, und alles Mögliche, was man an seiner Vorurteilsstruktur damit verbindet. Damit sollte also die Welt beglückt werden. Es war das Ziel
von sogenannter Entwicklungspolitik. Und diese Entwicklungspolitik richtete sich in diesem Kontext, ist dann auch der Begriff der sogenannten Dritten Welt entstanden. Die erste Welt, das waren die Vereinigten Staaten und ihre siegreichen Verbündeten aus dem Zweiten Weltkrieg. Die zweite Welt war die UdSSR, Warschauer Paktstaaten, gegebenenfalls noch China, da waren wir uns aber schon nicht so ganz sicher. Und die dritte Welt, das waren alle noch zu entwickelnden Staaten im Sinne dieser Trumannschen Rede, die eben auf dieses Wohlstandsniveau gehoben werden sollten. Man muss sich auch vor Augen halten, dass die Welt zum Zeitpunkt des Ende des Zweiten Weltkrieges noch kolonisiert war. Das heißt, die Dekolonisierung, das Entlassen der vormals kolonisierten Staaten in die Unabhängigkeit von ihren Kolonialmächten, in der Hauptsache von England und von Frankreich, das geschieht durch Auseinandersetzungen in Indien, das geschieht durch Auseinandersetzungen in Algerien, in Vietnam, wobei die US-Amerikaner dann anstelle der Franzosen sozusagen in den Vietnamkrieg, in ihren Vietnamkrieg eintreten, den sie auch verlieren werden. Und das geschieht natürlich in den afrikanischen Staaten. Auf diese Geschichte ist jetzt hier nicht weiter einzugehen, aber die Wiedergewinnung oder die Gewinnung staatlicher Unabhängigkeit und staatlicher Selbstständigkeit soll also zugleich mit Entwicklung verbunden werden. Und über den Erfolg dieses Prozesses ist an anderer Stelle nachzulesen. Das ist jetzt nicht Gegenstand der Auseinandersetzung hier. Aber die wirtschaftliche Entwicklung der 1950er, der 1960er Jahre ist ja durchaus geprägt davon, dass erhebliche Veränderungen an der noch naturbelassenen Umwelt, sofern sie überhaupt noch an der naturbelassenen Natur, sofern sie überhaupt noch auffindbar ist, vorgenommen werden. In Deutschland Stichwort Flurbereinigung, Anlage von Müllkippen aller Orten und es kommt dann in der Landwirtschaft zum verstärkten Einsatz von Pestiziden. Der stumme Frühling als Warnsignal lässt also erste Umweltauswirkungen einer verstärkten Chemisierung der Landwirtschaft erkennen. Rodungsaktivitäten in außereuropäischen Ländern sind zu nennen. Und jedenfalls wird auf der Weltumweltkonferenz der Vereinten Nationen 1972 in Stockholm zum ersten Mal die internationale Umweltproblematik diskutiert. Die Bundesrepublik Deutschland ist mit ihrem Umweltbericht von 1971 unter der sozialliberalen Koalition Regierung Brandt-Scheel in Minister Hans-Dietrich Genscher als zuständiger Minister da ganz vorne politisch mit dabei und in der Nachfolge dieser Weltumweltkonferenz wird der Gedanke der Entwicklung mit dem Gedanken des Umweltschutzes und der Gerechtigkeit im Sozialen, Stichwort Ressourcenzugriff der Staaten der nördlichen Hemisphäre und der Staaten der südlichen Hemisphäre verbunden. Aus dieser Zeit rührt also die Faustformel, 80% der Ressourcen werden von 20% der Staaten in Anspruch genommen und 80% der Staaten können nur auf 20% der Ressourcen zurückgreifen. Der Bericht des Club of Rome spielt in diese Zeit mit hinein und um diese Thematik weiter zu diskutieren, kommt es zu weiteren internationalen Konferenzen. Die werden bei Eblinghaus und Stickler detailliert aufgeführt. Auf die möchte ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Die KSZE
Schlussakte von Helsinki, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die eigentlich den Atomkrieg in Europa verhindern soll als wesentliches Ziel und der das ja auch gelungen ist. Dieser KSZE-Prozess enthält zum Beispiel auch wesentliche Umweltaussagen. Es kommt zu Umweltprogrammen der Europäischen Gemeinschaft und es kommt zu dem Bericht der sogenannten Brundtland-Kommission von 1987, unsere gemeinsame Zukunft, Our Common Future. Und dieser Bericht der Brundtland-Kommission ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil in ihm zum ersten Mal Definition auftritt, die dann für die Nachhaltigkeit kanonisch werden sollte. Leider ist die Originalausgabe der deutschen Fassung von 1987 in einem meiner vielen Leinbeutel im Moment verschwunden. Deshalb bin ich gezwungen, es von einer Folie als Zitat zu präsentieren. Also, die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung sagt auf Seite 46 ihres Berichtes, das ist auch ganz wichtig, wenn der Begriff von Anfang an wichtig wäre, dann wird er gleich am Anfang vorgestellt und behandelt. Also Seite 46, dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Das ist seither die kanonische Formel. Und zwei Seiten später heißt es nochmal, im Wesentlichen ist dauerhafte Entwicklung ein Wandlungsprozess, in dem die Nutzung von Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die Richtung technologischer Entwicklung und institutioneller Wandel miteinander harmonieren und das derzeitige und künftige Potenzial vergrößern, menschliche Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. So, nochmal, dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Wer aufmerksam zugehört hat, wird sich fragen, wo kommt das Adjektiv nachhaltig hier vor oder das Substantiv Nachhaltigkeit? Und die Antwort ist, es kommt eben gar nicht vor. Im kompletten Text kommt es nicht vor. In der englischen Variante ja, da ist von Sustainable Development die Rede. In der deutschen Ausgabe, die unter anderem durch den SPD-Politiker Volker Hauff mitverantwortet ist, ist nicht von einer nachhaltigen Entwicklung, sondern von einer dauerhaften Entwicklung die Rede. Und das ist insofern interessant für die weitere Entwicklung, als dass die Kompromissfähigkeit dieses Papiers von Anfang an angelegt ist. Eine dauerhafte Entwicklung ist sozusagen ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum und dass ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum alle Weltprobleme löst, das unterschreibt auch der letzte Marktradikale in dieser Zeit. Und deshalb ist der Konsens von linksalternativer Politik bis rechtsliberalen Wirtschaftswachstum über diese Formulierung eigentlich gegeben. Und es darf in Erinnerung gerufen werden, dass immerhin zu dem Zeitpunkt 1987 ja die Welt noch in drei Gruppen aufgeteilt ist, nämlich in die NATO-Staaten, in die Warschauer Paktstaaten, also USA, UdSSR geführte Länder. Die europäischen Nationen haben genauso wenig zu einem politischen Selbstbewusstsein damals gefunden, wie sie das heute haben, vielleicht unter de Gaulle die Franzosen noch eher und unter Thatcher die Briten, aber nicht als gemeinsame europäische Politik. Und es gibt, initiiert, getragen, angeregt durch den jugoslawischen Staatspräsidenten Tito, durch Nehru und Indira Gandhi in Indien, durch Fidel Castro in Kuba, den Block der Blockfreien. Und der Block der Blockfreien hatte sich zum Ziel gesetzt, in Streitigkeiten doch immer wieder zwischen den beiden Hauptblöcken zu vermitteln. Das ist in etwa so wie das wunderbare Brettspiel Klassenkampf.
Das wollte ich eigentlich für heute auch mitbringen. Das habe ich leider auch zu Hause vergessen. Da kämpfen zwei Hauptklassen, das Kapital und die Arbeit gegeneinander, haben vier Bündnisklassen, den alten und den neuen Mittelstand, die Intelligenz und die Landwirtschaft. Und mit Hilfe dieser Bündnisklassen kann dann historisch ausgespielt werden, welche der beiden historischen Hauptklassen im Klassenkampf dann den Sieg davon trägt. Und der Block der Blockfreien, das sind sozusagen in diesem Spiel die Bündnisklassen, Kapital bei den USA und die Arbeit natürlich bei der UdSSR gedanklich angesiedelt. So, jetzt haben wir die dauerhafte Entwicklung als Kompromissformel. Und diese dauerhafte Entwicklung wird dann eingepreist in die Weltumweltkonferenz über die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro, die mit der Verabschiedung der Agenda 21 in die Schlagzeilen dann geraten ist. Und im Zuge des dort verabschiedeten Sustainable Development kommt dann die politische Opposition in der Bundesrepublik darauf, dass ein dauerhaftes Wachstum und eine dauerhafte Entwicklung ja nicht das ist, für das man auf die Straße gegangen ist oder für das man auch nur gedanklich gestritten oder demonstriert hätte, sondern es muss ein anderer Begriff gefunden werden und der bietet sich dann eben aus der Terminologie der deutschen Forstwissenschaft an. Man verfällt auf die Nachhaltigkeit und nachhaltig bedeutet eben zum damaligen Stand des Begriffes, dass nur der Zuwachs im Wald an Holz, an nachwachsenden Rohstoffen entnommen wird, aber der Bestand nicht angetastet wird. Also nur vom Ertrag, nur von den Zinsen leben, aber nicht in den Bestand hineingehen. Und auf diese Art und Weise ist der dauerhafte Holzbestand, der dauerhafte Waldbestand zu sichern. Und man sieht aber auch, dass der Begriff der Nachhaltigkeit zunächst mal nur für die nachwachsenden Rohstoffe gilt. Und als nachwachsende Rohstoffe gelten zum Beispiel nicht fossile Brennstoffe und auch Erze sind per Definition oder andere Bodenschätze sind per Definition von den nachwachsenden Rohstoffen ausgeschlossen. Kleine historische Fußnote, es gab tatsächlich eine Zeit, spätes Mittelalter, frühe Neuzeit, wo die Wissenschaft auch vom Nachwachsen der Erze, von der selbsttätigen Umwandlung der Metalle ineinander überzeugt war, jedenfalls zu Teilen. Wenn ein Stollen länger offen gelassen wurde, dann scheidet sich aus dem sauren Grubenwasser auf den Bleizink Vorkommen das Silber elektrochemisch ab und nach 80 Jahren sind winzige Kristallisationspunkte von elementarem Silber entstanden und das kann dann nichts anderes bedeuten, als dass in den vergangenen 80 Jahren sich die Bleizinkformation von selbst in Silber umgewandelt hat und was der Alchemist nur macht, ist, diesen Prozess ein wenig zu beschleunigen und deshalb waren für eine Zeit lang auch Erze nachwachsende Rohstoffe, aber über diesen Gedankengang ist man mittlerweile doch hinausgelangt. Zu unseren Lebzeiten werden wir nicht erleben, dass ein Braunkohlevorkommen in der Niederlausitz neu entstehen würde, auch wenn wir einen Tagebau dem Holz füllen würden, das gerodet wurde, um diesen Tagebau entstehen zu lassen. Ja, das kann man ja den Nachbartagebau verbringen. Da wird wahrscheinlich noch nicht mal ein Moor in dieser Zeit draus werden. Ja, gut. Die Frage ist also, was ist die historische Dimension des Nachhaltigkeitsbegriffes und lässt sich dieser Nachhaltigkeitsbegriff in die Vergangenheit zurückverfolgen und was sind überhaupt die Bedürfnisse, die da zugrunde liegen? Und die zugrunde liegenden Bedürfnisse, denen kann man sich zunächst mal darüber nähern, was ist essentiell notwendig, um das Leben zu unterhalten? Also wann tritt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Tod ein als sicheres Ereignis? Und da sind wir zunächst mal bei dem Bedürfnis des Atmens.
Man kann versuchen, man kann trainieren, die Luft anzuhalten. Apnoe-Taucher sind da besonders prädestiniert. Aber der normale Durchschnittsbürger ist also nach 15 Minuten mit Sicherheit am Ende angelangt. Also innerhalb einer Stunde sollte eigentlich fast jeder vom Leben zum Tode befördert worden sein, wenn dem Bedürfnis der Atmung nicht mehr nachgegeben werden kann. Die nächste Todesursache könnte in Entzug von Schlaf liegen. Also Schlafbedürfnis muss gewährleistet sein, dass das erfüllt wird. Und für das Schlafbedürfnis ist ein sicheres Umfeld erforderlich, so dass der Mensch nicht dem Angriff wilder Tiere ausgesetzt ist. Also die Vorstellung, man wäre als Mensch allein irgendwo unterwegs, wo eine Möwenkolonie ist, da kann ich sagen, ja, Vorsicht, als erstes werden einem die Augen ausgehackt und dann können der Möwenschwarm in aller Seelenruhe den Rest erledigen, sofern keine sichere Unterkunft verfügbar ist. Und diese, also Atmen und Schlafen, das Wärmebedürfnis ist sicherlich essentiell, also die Körperwärme muss bei den 36,5 Grad, bei denen sie in der Regel eingestellt ist, stabilisiert sein. Zu kalt ist schädlich, selbst der hartgesottenste Finne hält es, ja, ich weiß nicht, wo der Weltrekord bei der 110 Grad Sauna mit Aufguss ist, aber auch nach 3 Stunden dürfte der hartgesottenste Finne weich gekocht sein. Und möchte die Sauna dann auf alle Fälle verlassen. Und wer sich in den Frost begeben muss, wird gleichfalls zu Tode kommen. Also Wärmebedürfnis muss erfüllt sein. Trinken geht vor Essen. Also es ist deutlich länger möglich, auf Essen zu verzichten, als auf Trinken zu verzichten. Und im Gefolge des Trinkens ist auch es erforderlich, dass das Bedürfnis des Ausscheidens der Giftstoffe gewährleistet ist. Also das bedeutet, bei Nierenversagen ist in der Regel auch nach wenigen Tagen Exitus, und zwar sehr qualvoll. Ansonsten rettet die künstliche Niere noch einen gewissen Zeitraum, aber auch das Bedürfnis des Ausscheidens, dem muss Rechnung getragen werden. Dann kommt, wie gesagt, irgendwann die Ernährung. Licht ist erforderlich für den Erhalt des menschlichen Lebens, jedenfalls mal so ab und an. Ruhe, das hatten wir schon. Also auch permanenter Lärm kann am Ende töten. Töten kann auch der Krieg, also auch der gesellschaftliche Friede ist ein Erfordernis, ein Bedürfnis, um das Leben dauerhaft zu erhalten. Und für die Gesamtgesellschaft in ihrer Weiterexistenz ist das natürlich auch das Zulassen von Geschlechtsverkehr zwischen zeugungsfähigen Individuen innerhalb der Gesellschaft. Ansonsten stirbt die Gesellschaft schlicht und ergreifend aus. Nicht die Menschheit, aber die Gesellschaft, wie sie sich zum Beispiel als Staat, als staatliche Gemeinschaft definiert hat. So, und wenn diese Bedürfnisse, also das ist das, was das Leben an der Dauer erhält, und dann gibt es eben noch ein paar Dinge, die für ein angenehmes Leben sorgen, also zum Beispiel die körperliche Unversehrtheit. Auch die Freiheit von Schmerz und die Freiheit von Krankheit ist ein ganz wesentlicher Punkt, der das Leben angenehm gestaltet. Es ist eine immer schön gruselige Vorstellung, sich in die Zeit zurückzuversetzen, wo das Zähneziehen von Dr. Eisenbart auf dem Marktplatz mit Holzhammerbetäubung ausgeführt worden ist oder ähnliches, die Entwicklung von Narkosemitteln ist eindeutig lebensverlängernd gewesen, und wenn man nur auf Nelkenöl
zurückgreifen kann, um seinen Zahnschmerz zu bekämpfen, ist das auf Dauer auch nicht so erquicklich. Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in seiner Abteilung Schloss Blankenhain verfügt über eine Zahnarztpraxis der 1940er Jahre, wo der Bohrer noch mit Fußpedal angetrieben worden ist. Und wer sich das anschauen möchte, der kann sich doch eines gewissen Fortschritts der Technik zur Ausgestaltung eines angenehmen Lebens dann versichern. Also auch die ganze mögliche Medikamentation führt zu einem schmerzfreien Leben. Und dieses schmerzfreie Leben ist eben insbesondere etwas, das der antike Philosoph Epikur in seinem Katechismus formuliert hat. Von der Überwindung der Furcht ist der Titel der deutschsprachigen Ausgabe im DTV-Verlag erschienen. Und es geht bei der Überwindung der Furcht also auch um die Erfüllung der Begierden. Man könnte auch sagen, um die Erfüllung der Bedürfnisse. Wir erinnern uns, dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Und bei Epikur sind es keine Bedürfnisse, sondern Begierden. Und von den einen, von den Begierden, so die Übersetzung von Olof Gigon war es, ja, von Olof Gigon, von den Begierden sind die einen natürliche und notwendige, die anderen natürliche, aber nicht notwendige, die dritten weder natürliche noch notwendige, sondern aufgrund leeren Meinens entstehend. Also von den natürlichen und notwendigen Begierden haben wir gerade gesprochen. Atmen, trinken, schlafen, Wärmehaushalt, das sind natürliche und notwendige Begierden. Dann gibt es natürliche, aber nicht notwendige Begierden. Also zum Beispiel, wenn wir unsere tägliche Mahlzeit zu uns nehmen, unser täglich Brot gibt uns heute, aber es können gegebenenfalls auch Kartoffeln sein, dass jeden Tag ein T-Bone Steak auf dem Teller liegt oder dass der auftretende Hunger mit Nachtigallenzungensalat gestillt wird. Das sind nicht notwendige Begierden, vielleicht natürlich, aber nicht notwendig. So, und dann gibt es Begierden weder natürlich noch notwendig, sondern aufgrund leeren Meinens entstehend. Also zum Beispiel kann man das gerade beobachten in der Situation der Corona-Pandemie. Der Jahresurlaub oder der Besuch des Ballermanns ist eine Begierde, die aufgrund von leeren Meinen entsteht. Worüber man diskutieren kann, ob das zu den notwendigen Begierden gehört, das ist ein von Zeit zu Zeit auftretendes Rauscherlebnis, das ja durch verschiedene legitimierte Drogen erreicht wird. Der Richter Wolfgang Neskowitsch hat einmal das Grundrecht auf Rausch in einem seiner wegweisenden Urteile definiert. Aber viele Begierden entstehen eben aufgrund von leerem Meinen. Ist es meine Begierde oder ist es mein Bedürfnis, mit meinem mit Rapsöl angetriebenen Maserati zur Arbeit vorzufahren? Oder geht es da tatsächlich um andere Dinge? Wenn ich tatsächlich täglich zur Arbeit kommen will, kann ich auch laufen. Auch das ist eine Möglichkeit, von der Wohnung aus die Arbeitsstelle zu erreichen. Und der Rest ist leeres Meinen. Muss das Fahrrad rosa sein oder geht auch eine höher gewichtige Ausstattung in Metallic Grün? Wenn es rosa sein muss, ist das leeres Meinen etc. pp. Ich denke, das ist klar geworden. So, die zweite Definition von Epikur, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Wenn bei jenen natürlichen Begierden, wir sind also bei den natürlichen und notwendigen Begierden, wenn bei jenen natürlichen Begierden, die nicht zu Schmerzendem führen,
wenn sie nicht erfüllt werden, dennoch das angespannte Bemühen bestehen bleibt, so sind sie aus leerem Meinen entstanden und wenn sie sich nicht auflösen, so liegt dies nicht an ihrer Natur, sondern am leeren Meinen des Menschen. Also, natürliche Begierden führen zu Schmerzen, wenn sie nicht erfüllt werden. Atmen, wenn die Atmung unterdrückt wird, führt das zu Schmerz. Wenn der Schlaf dauerhaft vorenthalten wird, führt das zu Schmerz. Wenn es zu warm oder zu kalt ist, führt es zu Schmerz etc. pp. Bei der Sexualität ist man sich nicht so sicher, aber das betrifft ja nicht das Individuum, sondern die Gesamtgesellschaft. So, und dann kann man einmal darüber philosophieren, was denn jetzt natürliche und notwendige Begierden am Ende des Tages sind. Und tatsächlich gibt es auch eine Diskussion, ob soziale Bedürfnisse, soziale Begierden, also das Nutzen eines Theaters, das Nutzen einer Bibliothek, das Nutzen von Kommunikation zu den Bedürfnissen und Begierden gehören. Je nach Standpunkt werden diese Aspekte integriert oder als weiter abgeleitete Bedürfnisse zum Beispiel definiert. Das ist diskussionsfähig, aber wenn ich als Eremit 40 Tage in der Wüste zubringe und auf einer Säule stehe und mit niemandem rede, dann ist es mir vielleicht trotzdem noch möglich, am Leben zu bleiben und mein physisches Dasein weiterzuführen. Hingegen, wenn die anderen Faktoren ausgeschaltet sind, dann wird das Weiterleben doch bedeutend schwieriger. Und das sind die natürlichen und notwendigen Begierden nach Epikur. Epikur hat jetzt etwa 2000 Jahre vor Hans Karl von Carlowitz gelebt und deshalb wäre seine Überlegung vielleicht doch genau das, was die dauerhafte Entwicklung der Brundtland-Kommission beschreibt. Und wir können für diese dauerhafte Entwicklung der Brundtland-Kommission einen Nachfolger Epikurs anführen. Epiktet, Lebenszeit, 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, etwa vom Jahr 50 bis ins Jahr 120 unserer Zeitrechnung. Und im Verlag der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt sind die Philosophen Epiktet, Telles und Musonius zusammengeführt worden unter dem Titel Wege zum Glück. Alle drei haben sich also darüber Gedanken gemacht, wie führt der Weg zum Glück, wie ist ein erfülltes Leben, wie ist ein glückliches Leben notwendig. Und in der Übersetzung lautet der Weg oder lauten die Überlegungen des Epiktet eben wie folgt. Warum sollte ich mit Gott hadern? Warum sollte ich haben wollen, was nicht in der Reichweite meines Willens liegt und behalten wollen, was mir nicht auf immer gegeben wurde? Wie aber soll ich damit umgehen, wie es mir gegeben ist und solange es möglich ist? Und wozu bist du auf die Welt gekommen? Etwa nicht als ein sterbliches Geschöpf, nicht als ein Wesen, das mit seinem bisschen Leib auf der Erde leben, sein Walten schauen, sein Weilchen bei seinem Festumzug, bei seinem Festzug zusehen und mitfeiern soll. Also das Leben als Fest einer Gottheit und der Mensch ist der Gast bei diesem Fest und darf das Leben als Fest feiern. Aber, fährt Epiktet fort, das Fest ist zu Ende. Geh fort, entferne dich voll Dankbarkeit und Ehrfurcht, mach anderen Platz. Es müssen auch noch andere ins Leben treten, wie auch du geboren wurdest. Und wenn sie geboren sind, müssen sie Raum, Wohnung und Nahrung haben. Wenn sich aber die früher Geborenen nicht leise entfernen, was bleibt dann den späteren? Warum bist du so unersättlich? Warum so unbescheiden?
Warum machst du die Welt so eng? Also, das Fest ist zu Ende, mach anderen Platz, es müssen auch noch andere ins Leben treten. Die nachfolgende Generation, wie auch du geboren wurdest, und wenn man geboren ist, braucht man Raum, Wohnung und Nahrung. Also natürliche und notwendige Bedürfnisse, deren Nichterfüllung zu Schmerzen führt. Wenn sich aber die früher Geborenen nicht leise entfernen, was bleibt dann den späteren? Also wenn die jetzige Generation alle Ressourcen aufbraucht, was bleibt dann der späteren Generation? Und warum ist die jetzige Generation, erstes Jahrhundert der Zeitrechnung, warum bist du so unersättlich, warum so unbescheiden, warum machst du die Welt so eng? Und die Welt wird eben eng, wenn sozusagen im thermodynamischen Sinne Freiheitsgrade verbraucht werden. Die Welt ist eng, wenn den Nachfolgenden weniger Ressourcen zur Verfügung stehen als der jetzt lebenden Generation. Und die Älteren kennen den Spruch davon, die Jüngeren sollen es einmal besser haben. Und die Schwierigkeit in der gesellschaftlichen Entwicklung ist jetzt, dass es schwierig ist, dass die Jüngeren es immerhin gleich gut haben werden, wie es die Älteren haben. Wie es die Älteren gehabt haben. Das heißt, in einer Phase des 75-jährigen Friedens, jedenfalls in großen Teilen von Europa, ist es schwierig geworden, das Lebensniveau der älteren Generation so zu bewahren, dass auch die jüngere Generation dieses Lebensniveau halten kann, sich ebenfalls die Freiheiten nehmen kann, die Verwirklichung des eigenen Ichs, die individuelle Freiheit, die individuelle Verwirklichung erreichen kann, so wie es der älteren Generation möglich war. Und wenn es der älteren Generation noch nicht in dem Maße möglich war, Stichwort, die Jungen, die Nachfolger, die Kinder, die Enkel sollen später mal studieren, weil die Hoffnung mit einem Studium verbindet sich dann, dass die Freiheitsgrade größer werden und das ist eine nicht unberechtigte Hoffnung. Dann ist noch Aufstieg erkennbar, aber das Bürgertum ist letzten Endes ja von einer permanenten Abstiegsangst geprägt. Und Abstiegsangst bedeutet eben, dass die nachfolgende Generation nicht mehr die Möglichkeiten haben wird, die die gegenwärtige Generation hat. Egal ob aus Ressourcenverbrauch oder zum Beispiel aus der Erbschaftssteuer heraus. So, Hans Karl von Karlowitz, der sächsische Indianer, das alles soll Hans Karl von Karlowitz also erfunden und gedacht haben. Da sind ehrlich gesagt leichte Zweifel gestattet. Auch wenn wir uns dem Originaltext mal zuwenden, auf den diese Behauptung letzten Endes zurückgeht. Und dieser Originaltext geht also darum, dass man nicht säumig sein und Dinge aufschieben sollte, die man ja durchaus erledigen kann. Also, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und der Gegensatz ist eben, was du auf morgen verschieben kannst, kannst du sicherlich auch auf übermorgen verschieben. Jeder Wissenschaftler weiß, wovon die Rede ist, wenn die sogenannte Deadline für die Erstellung irgendwelcher Beiträge in Sammelbänden, Zeitschriften und so weiter wieder mal lustvoll überschritten wird. So, und dieses Unterlassen richtet sich also danach, dass mehr Holz konsumiert wird. Hans Karl von Karlowitz, zu dem Zeitpunkt, als er die Silvicultura Oeconomica schreibt, ist Vizeberghauptmann und verantwortlich für die Holzversorgung des Montanwesens in Sachsen. Und die besonderen Zeitumstände geben es mit sich, dass der Kurfürst von Sachsen gerade die polnische Königswürde gewonnen hat und dass diese polnische Königswürde, Sächsisch-Polnische Union, seit 1697, dass diese polnische Königswürde verführt, an der Seite Russlands in den Nordischen Krieg gegen Schweden einzutreten. Das führt zur Besetzung Sachsens durch schwedische Truppen. Und man könnte jetzt überspitzt formulieren, eine ausgehungerte, zerlumpte
und mit Soldrückstand versehene schwedische Armee besetzt das Kurfürstentum Sachsen und zieht kurze Zeit später mit neuer Kleidung, Soldvorschuss und satt ausgestattet wieder ab. Und die Differenz zwischen dem Zustand vorher und nachher wird aus den Erträgen des sächsischen Montanwesens gewonnen. Und diese Erträge bedeuten eben die Gewinnung von Silber. Die Silbergewinnung ist nur möglich, wenn genügend Holz zur Verfügung steht für den Ausbau der Gruben und als Holzkohle zum Erschmelzen der Erze. Und das bedeutet, dass Druck auf die Ressource Holz besteht oder bestehen könnte, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Jetzt wird zu Karlowitz Zeiten mehr Holz eingeschlagen, als tatsächlich im Bergbau verbraucht wird. Das heißt, er muss als zuständiger Beamter erleben, wie also das angeflößte Holz zu vermodern, zu verfaulen droht. Das ist dann natürlich der Totalverlust, und in dem Maße, in dem die Ressource übernutzt wird und kein Holz nachwächst, scheint also eine Holznot auf. Auch darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, und diese aufscheinende Holznot ist eben das, was Hans Karl von Karlowitz hier umtreibt. Und seine Befürchtung ist eben, wo Schaden aus unterbliebener Arbeit kommt, da wächst der Menschen Armut und Dürftigkeit. Und der Schaden aus unterbliebener Arbeit ist eben, dass nicht für die Aussaat von Holz gesorgt wird, wie sie seit 1368, 69 von Peter Stromer im Nürnberger Reichswald erfolgreich praktiziert worden ist. So, also die Textstelle. Wo Schaden aus unterbliebener Arbeit kommt, da wächst der Menschen Armut und Dürftigkeit. Es lässet sich auch der Anbau des Holzes nicht so schleunig wie der Ackerbau traktieren. Denn obgleich in 2, 3 oder mehr Jahren nacheinander ein Misswachs beim Letztern sich ereignen solle, so kann hernach ein einig gesegnetes und fruchtbares Jahr, gleich wie bei dem Weinwachs, alles wieder einbringen. Dahingegen, wenn das Holz einmal verwüstet, so ist der Schade in vielen Jahren, sonderlich, was das grobe und starke Bauholz anbelanget, ja in keinem Sekulo zu remedieren. Zumal inzwischen sich allerlei Vicissitudines, Rerum und Veränderungen begeben können. Gestalt ein Haus wird es befördert und baut, der andere hingegen versäumet und wohl gar verwüstet, was etliche Jahre gebessert worden. Und überhaupt zu reden, wo aus dem Verzug einige Gefahr zu besorgen und der daraus entstehende Schade unwiederbringlich, da muss man keine Zeit versäumen und also man das Baum säen und pflanzen eiligst zur Hand nehmen, all dieweil eine lange Zeit erfordert wird, ehe die wilden Bäume zu gebührender Höhe, Stärke und Nutzen können gezogen werden. Zumal, da wir bereits erwähnet, ja außer allen Zweifel ist, dass die wundervolle und schöne Gehölze bisher der größte Schatz vieler Länder gewesen sind, so man vor unerschöpflich gehalten, ja man hat es unzweifellich vor eine Vorratskammer angesehen, darin die meiste Wohlfahrt und Aufnehmen dieser Lande bestehen. Und sozusagen das Orakulum gewesen, dass es ihnen an Glückseligkeit nicht mangeln konnte, indem man dadurch so vieler Schätze an allerhand Metallen habhaft werden konnte. Aber da der unterste Teil der Erden sich an Erzen durch so viel Mühe und Unkosten hat offenbar machen lassen, da will nun Mangel vorfallen an Holz und Kohlen, dieselbe gut zu machen. Wird derhalben die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiß und Einrichtung hiesiger Lande darin beruhen, wie eine sortane Konservation und Anbau des Holzes anzustellen, dass es eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag. Denn gleich wie andere Länder und Königreiche mit Getreide, Vieh, Fischereien, Schifffahrten und anderen von Gott gesegnet sein und dadurch erhalten werden, also ist es all hier das Holz,
mit welchem das edle Kleinod dieser Lande, der Bergbau nämlich, erhalten und die Erze zu gut gemacht und auch zu anderer Notdurft gebracht wird, gebraucht wird. So, ein Zitat über die ganze Seite hinweg, dass das Umfeld darstellt, in dem der fragliche Satz gefallen ist. Und der fragliche Satz lautet also: Wird der Halben die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiß und Einrichtung hiesiger Lande darinnen beruhen, wie eine sotane Konservation und Anbau des Holzes anzustellen, dass es eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag. Das ist die verkürzte Fassung. Und jetzt hören wir uns einmal an, was Ulrich Grober aus dieser Fassung abgeleitet hat. Es geht also um die pflegliche Holznutzung, führt Karlowitz aus. Man soll alles nutzen, An- und Zuwachs soll gleich bleiben, man soll also dann keinen Mangel leiden, man soll keine alten Kleider wegwerfen, bis man neue hat, also soll man den Vorrat an ausgewachsenem Holz nicht eher abtreiben, bis man sieht, dass dagegen genugsamer Wiederwachs vorhanden. Jetzt Ulrich Grober. Der traditionelle Terminus pfleglich scheint dem Autor jedoch nicht mehr auszureichen. Er sucht, tastet förmlich nach einem Neuen. Und dann stellt er die Frage, Seite 116, Karlowitz seit Umbruch, Seite 105, 106, und dann stellt er die Frage, Zitat, wie eine sotane Konservation und Anbau des Holzes anzustellen, dass es eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag. Zitat Ende. Da ist das Wort. Zum ersten Mal in seiner heutigen Bedeutung. Es erscheint nur beiläufig. Ein auf den ersten Blick unscheinbares Attribut in einer Reihung von sinnverwandten Wörtern. Der Leser spürt die Suchbewegung. Es ist förmlich mit Händen zu greifen, wie der Autor die deutsche Sprache nach einem Wort abklopft, das die langfristige zeitliche Kontinuität von Naturnutzung und den Gedanken des Einteilens und Sparens von Ressourcen plastisch und präzise zum Ausdruck bringt. Das Wort muss in der Lage sein, den europäischen Leitbegriff Konservation mit seinen Attributen perpetuierlich oder kontinuierlich allgemeinverständlich einzudeutschen. Er wählt nachhalten. Das Wort war schon im Mittelalter gebräuchlich. Thou trower hunt, tow trower hunt, nachholden, etwas zu treuen Helden nachhalten, war beispielsweise ein feststehender Ausdruck der deutschen Rechtssprache. In etwa entsprach das Wort dem lateinischen reservare, etwas zurückhalten, reservieren für später schonen. Die semantische Operation des sächsischen virtuoso eröffnet nun neue Assoziationsformen. Sie holt nachhalten auf das Wortfeld des so epochalen Begriffs konservare bewahren und rückt es in die Nähe von sustentare halten, stützen, tragen. Und sie koppelt die adjektivische Partizipialform nachhaltend mit Nutzung zu einer Fügung, die den Weg zur abstrahierenden Begriffsbildung Nachhaltigkeit freimacht. Die aber war Neuland. Über einen Begriff, der das damit gemeinte präzise ausdrückt, verfügte keine andere europäische Sprache. Karlowitz entwirft nicht nur das Design für die Begriffsbildung, er skizziert die gesamte Struktur des modernen Nachhaltigkeitsdenkens, in barocker Sprache aber klaren Konturen. Ich bin versucht, das nochmal vorzulesen, aber ich widerstehe dieser Versuchung. Also, Nachhaltigkeit ist Neuland, über einen Begriff, der das damit Gemeinte präzise ausdrückt, verfügte keine andere europäische Sprache. Das ist ein fundamentaler Irrtum, denn wenn der Begriff ist eben nicht präzise und das zeigt die Geschichte seiner späteren Entwicklung. Aus diversen Lexika und Wörterbüchern ist diese Geschichte zu
rekonstruieren. Also das Kosmos Wald- und Forstlexikon sei genannt, Grimms Wörterbuch der deutschen Sprache, Nachhalten als Bedeutung, Verb intransitiv anhalten, nachhaltig sein oder wirken. In jenen Tagen des Festes habe ich mich, wie ich nicht leugnen will, männlicher benommen, als die Kräfte nachhielten. Goethe an Zeller zum Beispiel. Mit Dativ nachfolgen, nachtrachten, nachstellen, einen Fußtritt nachhalten oder nachgehen. Also man kann noch weitere Dinge aus dem Grimmschen Wörterbuch zitieren und nachhalten ist nachträglich vorhalten, nachtragen. Erlasst mir meine große Schuld, auf dass sie mir nicht im letzten, auch am jüngsten Tage aufgerückt wird und nachgehalten werde. Sie ist nicht bös, du musst ihr nicht nachhalten. Zurückhalten, reservieren, einem das Bürgerrecht nachhalten. Nachhaltend. Dieser Mann, der kein Wort davon merkte, dass ihm besser und nachhaltender zumute war. Einige zogen noch Brot aus dem Busen und schnitten es zum bereits vorhandenen ein, um die Mahlzeit nachhaltender zu machen. Also es gibt durchaus verschiedene Bedeutungen, die hier eine Rolle spielen können. Man kann verschiedene Ausgaben des Brockhaus bemühen oder auch Meyers enzyklopädisches Lexikon, das zum Beispiel 1976 dann zwischen einer statischen und einer dynamischen Nachhaltigkeit unterscheidet. Und insbesondere ist ja nach Grober der Begriff der Nachhaltigkeit, wie es so schön heißt, scharf definiert. Und an dieser Stelle lohnt dann wieder der Blick auf Eblinghaus und Stickler, Nachhaltigkeit und Macht. Und Nachhaltigkeit und Macht enthält eben eine Tabelle, die die Entwicklung oder die Deutungsmöglichkeiten des Begriffs Nachhaltigkeit, nachhaltig, der ja angeblich so eindeutig ist, erwähnt, Seite 102, Sichtweisen auf die Umweltproblematik. Die Zusammenstellung beruht auf Literatur, die in 2 oder 3 Jahren nach der Weltumweltkonferenz in Rio de Janeiro erschienen ist. Und diese Literatur gibt zunächst mal zwei grobe Unterteilungen von Nachhaltigkeit, nämlich in eine technozentristische und eine ökozentristische Variante. Und die technozentristische Variante unterscheidet sich in eine Füllhorn-Variante gegenüber einer ressourcenbewahrenden, effizienzstrategischen Position. Das ist am ehesten das, was in Lehre und Forschung der TU Berg Akademie Freiberg zum Ausdruck kommt. Und die ökozentristische Position ist also gemeinschaftsorientiert und damit ressourcenschützend auf der einen Seite oder von einem tief ökologischen Ansatz geprägt, der, wie Joachim Rathkau das ja bereits zitiert, ausgewiesen hat, den Mensch als Störfaktor im Regelkreis ansieht und das Schicksal der Natur letzten Endes ohne den Menschen erreichen will. Naja, beim Entstehen der Welt war kein Mensch anwesend, am Ende der Welt wird auch keiner anwesend sein. In the long run we are all dead. Das ist natürlich Tiefenökologie mal platt formuliert. Aber die Frage ist eben, wird die Ausformung von Nachhaltigkeit eher effizienzorientiert sein oder wird sie eher ressourcenschützend sein? Und das kommt dann letzten Endes auf die Ressource an. Und bei dem Effizienzorientierten ist man wieder bei Epikur und den Bedürfnissen, die eben auf leerem Meinen basieren. Und alles das, was auf leerem Meinen basiert, ist eben nicht effizienzorientiert. Und das, was am Ende des Tages effizienzorientiert ist, kann sehr wohl in den Bereich einer Ökodiktatur führen, wie der Begriff ursprünglich
1980 und wenige Jahre nach 1980 verwendet wurde. Eine Ökodiktatur ist dann nämlich eine Gesellschaftsform, die aufgrund der Ressourcenknappheit die Regierung mit diktatorischen Vollmachten, wo die Gesellschaft eine Regierung mit diktatorischen Vollmachten versehen muss, um eine Verteilung der Ressourcen zu gewährleisten, die das Überleben der Gesellschaft, aber schon nicht mehr das Überleben des einzelnen Individuums sichern wird. Das ist der ursprüngliche Gedankengehalt des Begriffs der Ökodiktatur. In der politischen Auseinandersetzung und als Schlagwort ist dann aus der Ökodiktatur die Diktatur der sogenannten Ökos geworden. Davon ist der Begriff wahrscheinlich nicht mehr zu lösen, aber er ist in dieser Umwertung der Werte nicht mehr von der Aussagekraft, die er ursprünglich gehabt hat. Und genau so ist es mit der Nachhaltigkeit eben auch. Schon die allein vier verschiedenen Varianten, die Eblinghaus und Stickler hier aufzeigen, sprechen dagegen, dass es sich um einen Begriff mit klaren Konturen handelt. Um das zu verdeutlichen, müssen wir nochmal auf die Weltumweltkonferenz in Rio de Janeiro blicken. Diese Weltumweltkonferenz sollte ja im Sinne des Brettspiels Klassenkampf den Ausgleich der Interessen zwischen Kapital und Arbeit durch Einbeziehung ökologischer Aspekte ermöglichen. Und daraus entstand dann das magische Dreieck der Nachhaltigkeit. Und dieses Dreieck der Nachhaltigkeit ist also ein gleichseitiges, wie das hier auf dem Flipchart zu sehen ist. Und dieses gleichseitige Dreieck ist also im einen Eckpunkt mit dem Begriff Soziales, im anderen mit der Ökonomie und zum Beispiel an der Spitze mit der Ökologie versehen. Und diese drei Felder sollen im Gleichgewicht stehen und dann ist die Entwicklung mehr oder weniger nachhaltig. Und genau um dieses mehr oder weniger nachhaltig soll es in den nächsten paar Minuten als Überlegung gehen. So Dreiecksfolien oder Vierecksfolien, auch als Quadrate, sind immer hinreichend sinnentleert. Also statt Ökologie, Ökonomie, Soziales könnte man auch Leber, Niere, Milz oder Himmel, Arsch und Zwirn angeben. Das hat in etwa denselben fachlichen Gehalt, also Entschuldigung, Nachsicht für die Derbheit der Sprache, aber das hätte in etwa denselben sachlichen Gehalt wie Ökologie, Soziales und Ökonomie. Wenn wir ein Dreieck mal als Verbildlichung eines Drei-Komponentensystems betrachten und die gesellschaftliche Entwicklung ist ja nach diesem Dreieck der Nachhaltigkeit ein Drei-Komponentensystem aus sozialem, ökonomischem und ökologischem, dann sagt ein Dreieck als Verdeutlichung eines Drei-Komponentensystems aus, dass in der jeweiligen Spitze des Dreiecks, nämlich die Spitze Soziales, die Spitze der Ökonomie, die Spitze der Ökologie, der jeweilige Aspekt zu 100% enthalten und verwirklicht ist. Die jeweilige Komponente zu 100% enthalten und verwirklicht ist. Was bedeutet das also? Wenn etwas zu 100% sozial ist, ist es weder ökonomisch noch ökologisch. Wenn etwas zu 100% ökonomisch ist, ist es weder sozial noch ökologisch. Und wenn etwas zu 100% ökologisch ist, dann ist es offenkundig weder sozial noch ökonomisch. Das ist übersetzt die Aussage dieses Dreiecks der Nachhaltigkeit. Auch da stellt sich die Frage, ob das mit diesem Bild denn gemeint gewesen ist, als es als Argumentationshilfe in die Welt kam. Ausgewogen sind die Aspekte beim Schwerpunkt des Dreiecks. Da ist dann alles zu einem Drittel letzten Endes enthalten. Und da ist man dann wieder an Alexander Kluge erinnert und seinen weisen Spruch: In dem Elend und der Not führt der Mittelweg zum Tod. Welcher Form von Nachhaltigkeit soll man jetzt also sich zuwenden? Nachhaltig ist nach dem Dreieck der Nachhaltigkeit alles, was im Dreieck ist,
Es ist dann halt nur mehr oder weniger nachhaltig. Und der Begriff ist in seiner Bedeutung natürlich keinesfalls klar konturiert. Nehmen wir, weil es einfacher ist, mal den Aspekt des Sozialen. Nehmen wir die Frage der Kindererziehung. Also das gesellschaftliche Bedürfnis nach Fortpflanzung ist erfüllt, die Kinder sind da, was passiert mit den Kindern? Ja, da gibt es verschiedene Modelle. Die Kinder werden nach einer gewissen Ruhephase der Mutter in eine Krippe gegeben, staatliche Erziehung überantwortet, am besten mit Ganztagsschule und Internat. Und im Alter von 18 Jahren, wenn sie volljährig geworden sind, bekommen die Eltern sie nochmal zu sehen. Olaf Schubert hat das mal wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja. Da sitzt man dann im Mütterkreis zusammen, zeigt sich gegenseitig das neue Kind. Die anderen wollen es auch nicht. Dann geht es ab in die Krippe und mit 18 kriegt man es zurück, ohne dass man es je gesehen hat. So, das ermöglicht der Mutter natürlich die Erwerbstätigkeit. Andere Alternative ist ein Elternteil, Gerd Brandenberg, die Töchter Egalias, egal ob Mutter oder Vater, ein Elternteil kümmert sich komplett um die Erziehung des gemeinsamen Nachwuchses und ist auf diese Art und Weise Zeit des Lebens vom Erwerbsleben ausgesperrt. Der Begriff der Nachhaltigkeit gibt nicht an, ob die eine Variante oder die andere Variante nachhaltiger sei. Die Entscheidung ist schlicht und ergreifend nicht zu treffen, sondern die Entscheidung ist, wenn sie getroffen wird, eine, die auf anderen Faktoren beruht, dem Weltbild, der eigenen Sozialisation, den ökonomischen Möglichkeiten, möglicherweise auch den ökologischen Möglichkeiten. Wenn die Eltern im Krieg ums Leben gekommen sind, muss die Erziehung der Kinder natürlich irgendwie anders erfolgen. Aber bereits diese beiden Extreme machen deutlich, dass das, was sozial ist, sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Ein Beispiel aus der Ökonomie. Der Verbrauch von Textilien. Mode-Labels, Modeketten. Herr Kaspers hat das in der Sendung Quarks mal sehr anschaulich auf den Punkt gebracht. Die Neufrequenz, Kaspers war es auf der einen Seite, aber Caroline Kebekus in der Caroline Kebekus Show hat es sehr anschaulich auf den Punkt gebracht. Die Frequenz der neuen Modeserien ist so hoch, dass ein Modelabel bei Fast Fashion am Tag mehrere Modestücke auf den Markt bringt zum Anziehen. Also um immer up to date mit der Mode zu sein, muss man sich wahrscheinlich zweimal am Tag umziehen. Und dann wird das Kleidungsstück, wenn die Kleidungsstücke einmal gebraucht, nachschließend weggeworfen. Im Sinne von Epikur, Befriedigung der Bedürfnisse, handelt es sich hierbei um leeres Meinen. Und es ist dann auch die Frage, ist welche Funktion oder welche Wirkung wird denn bei der Verwendung eines bestimmten Kleidungsstückes angestrebt? Nehmen wir zum Beispiel ein Herrenhemd, so eines, wie ich es gerade trage. Und ich habe mir Mühe gegeben, eines auszuwählen, bei dem der Hemdkragen unversehrt ist. Durch mehrmalige Waschvorgänge wird die winzige Stelle des Hemdkragens materialtechnisch so beansprucht, dass sich die Fasern auflösen, das Ganze fadenscheinig wird und das Hemd eine deutliche Gebrauchsspur aufweist, so dass es nicht mehr angeraten ist, in bestimmten sozialen Situationen auf dieses Hemd zurückzugreifen. Obwohl die Funktionsfähigkeit, warum das Hemd angelegt wird, nämlich die Bedeckung der Körperblöße, die Regulierung des Wärmehaushalts des Körpers zu wahrscheinlich mehr als 99% noch gegeben ist. Gleiches gilt zum Beispiel für T-Shirts, auf denen TU Bergakademie Freiberg steht und das Logo der Bergakademie vorhanden ist, wenn das erste Loch
unter der Achsel beim T-Shirt auftritt. Es ist nicht mehr angeraten, mit einem derartigen T-Shirt zum Beispiel in eine Sitzung eines Fakultätsrates oder des Akademischen Senats zu gehen. Das bedeutet das, was in der Literatur als sozialer Tod umschrieben worden ist. Hingegen gebügeltes T-Shirt, frisch gewaschen, am Ende noch mit Weichspüler duftend versehen, ist schon geeignet, positive Aufmerksamkeit zu erregen, wenn man die Gruppenzugehörigkeit auf diese Art und Weise auch in der Nicht-Arbeitszeit, also in der Freizeit demonstriert. Zum Beispiel, indem man so ein T-Shirt beim Einkaufen anzieht. Es gibt noch andere Gelegenheiten, aber über die reden wir jetzt nicht. So, und das bedeutet, vom ökonomischen Sinn ist es natürlich sinnvoll, Textilien so lange zu gebrauchen, bis sie dem Verschleiß anheimgegeben sind. Rhetorische Frage, wer stopft heute noch seine Socken? Auch das Auftreten von gestopften Socken in irgendwelchen Umkleideräumen, Schwimmbad, Sportverein oder ähnliches führt nahe an den sozialen Tod heran. Gestopfte Socken waren bis vor 50 Jahren gängige Praxis. Die Massenproduktion begann erst so richtig in dieser Zeit. Gestopfte Hemden, unmöglich. Und so weiter und so fort. So. Und das bedeutet, im Dreieck der Nachhaltigkeit, was jetzt ökonomisch, ökologisch oder sozial ist, gibt es dermaßen viele Unschärfen, dass von einem Begriff mit klaren Konturen überhaupt nicht die Rede ist. Und das liegt auch daran, dass dieser Begriff eben in einer Weise gebraucht wurde, dass sein Bedeutungsgehalt schlicht und ergreifend nicht mehr, überhaupt nicht mehr bestimmbar ist. Jetzt gibt es allerdings Hinweise, was Hans Karl von Karlowitz zum Beispiel damit auch gemeint haben könnte. Und da sind wir wieder bei den Generationen, denen es besser gehen soll. Denn unmittelbar im Anschluss an seine Ausführungen hier zur Nachhaltigkeit gibt es also ein Beispiel über etwas Exempel, so Obrigkeit und Untertanen hierzu aufmuntern soll. Also das Exempel ist, dass man nicht säumig sein soll und es aufschiebt oder dass für die Zukunft vorgesorgt wird. Seite 107 der Originalausgabe, Seite 218 bei Amberger. Ein wunderschönes Exempel. Sowohl einer von hohen Potentaten zur Aufmunterung des Holzsehens und Baumpflanzens rühmlichst geführten Liberalität, als auch eines Untertanen guter Intention, solches zu Gotten ehren und deren Nachkommen bestens zu verrichten, finden wir in nachfolgenden, nämlich als Kaiser Maximilianus II. In Italien reisete und einen Bauern antraf, der Datteln pflanzete, welche erst nach 100 Jahren Früchte bringen, fragte er, Männlein, was machst du? Der Bauersmann sagte, allergnädigster Kaiser, ich pflanze Datteln. Ei, sagte der Kaiser, wem zugute? Er antwortete, ich tue es Gott und denen Nachkömmlingen zu gefallen. Welche Antwort und gute Meinung dem Kaiser so wohl gefallen, dass er dem Pflanzer 100 Taler zur Diskretion bezahlen ließ. Also das Beispiel, Maximilian II. Lebt also vor Hans von Karlowitz. Der Grundgedanken des Nachhaltigen ist also wenigstens zu dieser Zeit bereits vorhanden. Der Grundgedanke des Nachhaltigen ist in der antiken Kultur im Mittelmeerraum bereits dann verwirklicht, wenn ein Olivenbaumschössling gepflanzt wird. Also, der Olivenbaum trägt in der Regel erst Früchte für die nachfolgende Generation.
Und das bedeutet, wer den Olivenbaum anpflanzt, wird in der Regel nicht mehr in den Genuss der Früchte kommen, die dieser Baum trägt. Und das bedeutet, dass also eine Kultur der Nachhaltigkeit schon lange, seit Jahrhunderten praktiziert wird, bevor Hans Karl von Carlowitz das mit Bezug auf das Holz formuliert hat, und dass deshalb ein allgemeiner Nachhaltigkeitsgedanke keinesfalls auf Hans Karl von Carlowitz zurückzuführen ist. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wem nützt es? Natürlich nützt es dem Autor Ulrich Grober, weil der hat sich einen Helden erschaffen. Interessant ist in diesem Kontext ein Dialog, den die Umwelthistoriker Donald Worster und Joachim Rathkau geführt haben. Und dieser Dialog im Rahmen einer Tagung geht also darauf zurück, dass Rathkau nach dem Vortrag von Donald Worster zu ihm in der Pause sagte: Ihr US-Amerikaner, ihr habt's gut. Immer wenn ihr Moral in der Umweltgeschichte braucht, dann habt ihr die Indianer. Worauf Donald Worster antwortet: Well, if you don't have Indians, you have to invent them. Wenn du keinen Indianer hast, musst du einen Indianer erfinden. Hans Karl von Carlowitz, der sächsische Indianer. Wild, er ist aus Deutschlands Osten, edel, er ist von Adel und weise, denn er war Oberberghauptmann. Und deshalb kommen wir gleich zur nächsten Institution, die von der Carlowitz-Geschichte profitiert, das sächsische Oberbergamt. Wenn einer der Vorfahren der Oberberghauptleute die Nachhaltigkeit erfunden hat, dann atmet das Gemäuer, in dem das Oberbergamt heute sitzt, quasi diesen Geist der Nachhaltigkeit mit. Vormals war es der Präsident des Sächsischen Oberbergamtes. Auf Betreiben von Professor Schmidt, den ich persönlich sehr schätze, wurde dieser Titel umgeändert in Oberberghauptmann, um bewusst an die vormaligen Traditionen anzuknüpfen. Und überraschenderweise kann ich mich mit dem Gedanken, dass dem Oberbergamt die Nachhaltigkeit zukommt, sogar anfreunden. Insbesondere, wenn es um den Tagebau auf Braunkohlen geht. Weil ein Braunkohletagebau hinterlässt trotz allen Sanierungsbergbaus in der Regel eine derartig verwüstete Landschaft, trotz allen Sanierungsbergbaus, dass sie entweder nur zum Anbau von Holz taugt, aber ansonsten zumeist noch dauerhaft in Bewegung ist und deshalb den Pionierarten fortwährend neuen Lebensraum bietet und in einer agrarischen Umgebung, die von Stickstoffdüngergaben überschwemmt ist, wo es überhaupt kein Problem ist, Phosphate als zusätzliche Wachstumssubstanzen auszubringen, ist gerade Pionierboden für den Naturschutz so wertvoll wie eigentlich kein anderer Boden. Und einen Zustand wiederherzustellen, auf dem der Landwirt nur Glyphosat ausbringt, um seine nächste Ernte zu befördern, ist mit Sicherheit weit weniger nachhaltig, als den Wildtieren und Pionierpflanzen Rückzugsräume zu ermöglichen, in denen sie neu wachsen können. Für diese Aussage bin ich bei einer Landesdelegiertenversammlung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ausgebuht worden. Ich würde doch anregen, nochmal drüber nachzudenken, wenn aber nur in diesem Sinne dem Handeln des Oberbergamtes Nachhaltigkeit zukommt, dann wäre das auch zu kurz gegriffen. Aber die Erben der Nachhaltigkeit sitzen also in der Montanverwaltung. Wer profitierte noch davon? Die Stadt Freiberg natürlich. 2013 ausgezeichnet mit dem Nachhaltigkeitspreis. Ja, man fragt sich für was? Jedenfalls nicht für das aktuelle Handeln und den aktuellen Umgang mit den Waldungen der Stadt, sondern aus dem Erbe eines hier wohnenden Beamten und seiner Arbeit von vor 300 Jahren. Ruhm und Glanz scheint auch
auf die Stadt ab. Die Stadt Chemnitz. Im heutigen Stadtteil Rabenstein kam der Held zur Welt, also ist auch Chemnitz per se nachhaltig. Der heutigen Familie von Karlowitz. Die Familie hat den Fürstenhäusern über die Jahrhunderte treu und brav gedient. Antidemokratische Einstellungen sind wohl verbürgt. Die Familie von Karlowitz kann mit dem Erfinder der Nachhaltigkeit sozusagen eine geradezu Renaissance des Vergeistigten feiern. Die TU Bergakademie Freiberg hat versucht, von der Nachhaltigkeit zu profitieren. Es ist sogar an Gebäuden, sind sogar Sinnsprüche angebracht worden. Man hat sich einem Kult der Nachhaltigkeit für einige Zeit verschrieben. Dieser Kult wird zum Glück nicht mehr gepflegt. Es bedarf dringend eines Diskurses darüber, was Nachhaltigkeit denn letzten Endes bedeuten soll. Es gibt schon Bücher über nachhaltige Wissenschaft. Im Sinne der vorhin getroffenen Ausführungen ist das Ergebnis in der Tat offen. Der Freistaat Sachsen hat aus dem Nachhaltigkeitsbegriff nach einigem Zögern abgeleitet, dass die Nachhaltigkeit in Sachsen erfunden wurde und dass deshalb das Handeln der sächsischen Landesregierung per se nachhaltig ist, weil man ja im Erbe dieses damaligen Oberberghauptmanns steht. Und man kann auch noch für die Erben und Profiteure der Nachhaltigkeit die evangelisch-lutherische Kirche anführen. Das ist nämlich insofern interessant, als dass die Zeitumstände, auf die man ja mal zurückschauen kann, es erfordert haben, dass August der Starke zum Erlangen der polnischen Königskrone die Konfession gewechselt hat. Überspitzt gesagt sind die Regierungen in Sachsen seither katholisch, während das Volk protestantisch ist, und der katholische Glaube wurde dann also auch an den Nachfolger im Kurfürstentum im Geheimvertrag weitergegeben. Es erinnert an den seinerzeitigen Spruch, Paris ist eine Messe wert, also es kommt auf die Definition des Glaubens nicht so an, nicht aber bei Hans Karl von Karlowitz, weil die Leichenreden, die zu seiner Beerdigung, also die zu seiner Trauerfeier gehalten wurden. 1714 stirbt Hans Karl von Karlowitz nach längerer Krankheit am 3. März. Und diese Grabschriften, diese Trauerfeiern, insbesondere das Gedicht von Johann Friedrich Wolff, sind ja doch bemerkenswert. Hier liegt also, Zitat, gedruckt in Freiberg bei Elia Nicolao Kufus: Hier liegt ein edler Herr, der Gott in seinem Stande allzeit gar treu gedient und auch dem Vaterlande. Nicht, was er wie die Welt pflegt heutzutage zu sein, stolz zweizüngig, als nur sein Wort war Ja und Nein. Grüsam Alfanzerei und antichristische Lügen, als er zu Rom gehört, ließ er sich nicht betrügen. Rein evangelisch hat er sich stets aufgeführt, Licht und Recht wusst er wohl, das man auch nicht gespürt, von Synkretisterei und falschen Pietisten, oh, davon hielt er nichts, weil's nicht seien gute Christen. Nun lebet er bei Gott in seinem Freudensaal, Christus erquicket ihn nach ausgestandener Qual. Allein der Leib, so war des Heiligen Geistes Tempel, ruht nun in seiner Gruft der Ahnen nach Exempel. Lieb war er in der Welt der ganzen Bergknappschaft, o wie beklagt sie ihn, nachdem er wegrafft. Ward von dem blassen Tod, der keines Menschen schonet, in diesem Erdenkreis besondern also lohnet. Zum Schluss wünscht ihm auch mit der gar sehr schlechte Tichter, oh, einen sanften Schlaf, ein Laienunterrichter. So, es geht also darum, dass die Begräbnisfeierlichkeiten für Hans Karl von Karlowitz 1714 zu einer Manifestation des Protestantismus genutzt wurden. Insbesondere wurde der dann nicht mehr zu verleugnende Konfessionswechsel des Landesherrn hier kritisiert
Und Hans Karl von Carlowitz blieb also als Protestant standhaft in seinem Glauben. Das wird in anderen Trauerreden noch viel deutlicher ausgedrückt, dass er also dem Antichrist in Rom widersteht und das ursprüngliche Glaubensbekenntnis nicht verrät, um irgendwelcher Vorteile willen. Der Protestantismus kann also nach Martin Luther und Philipp Melanchthon, denen zufolge es künftig genauso schwierig sein wird, gute Freunde wie Holz zu finden, auf den geistigen Urheber der Nachhaltigkeit verweisen, wenn Nachhaltigkeit zum universalen Prinzip gekürt wird und Nachhaltigkeit in allen Varianten zu befolgen ist. Und das führte immerhin dazu, dass Papst Franziskus in seiner ersten Enzyklika Laudato Si die Umwelt und den Erhalt der Natur besonders in den Mittelpunkt gerückt hat. Themen, die bis dato in der Diskussion innerhalb der katholischen Kirche doch eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben. Und wenn ich also aus meiner Glaubensgemeinschaft heraus die geistigen Urheber des Weltprinzips ableiten kann, dann habe ich auch einen Führungsanspruch, einen geistigen Führungsanspruch im beginnenden dritten Jahrtausend unserer Zeitrechnung. Und deshalb nützt die Erfindung der Nachhaltigkeit, die vorgebliche Erfindung der Nachhaltigkeit durch Hans Karl von Carlowitz eben auch der evangelischen Kirche. Ja, diese verschiedenen Interpretationen, die hier also möglich sind, die können auch, also ich muss nochmal auf den Freistaat Sachsen zurückkommen, das Sächsische Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft, was ist nachhaltige Entwicklung? Zitat aus Nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit, Internetauftritt. Hans Karl von Carlowitz hat den Begriff der Nachhaltigkeit eingeführt, ganz im Sinne dieses Erbes von Carlowitz und der daraus abgeleiteten Verantwortung für kommende Generationen hat die sächsische Staatsregierung im Jahr 2013 die Nachhaltigkeitsstrategie Sachsen hat Zukunft verabschiedet. Also das Ziehen der Traditionslinien, dieses eine Beispiel mag an dieser Stelle genügen. Und es ist natürlich dann schon die Frage, also die Traditionslinie lässt sich im Übrigen noch durch Johann Mathesius verlängern, den hatte ich noch vergessen zu erwähnen, die Quellen sind auch in der Umweltgeschichte Sachsens nachlesbar. Mathesius hat also in einer seiner Predigten publiziert in Bergpostill oder Sarepta auf das Beispiel der Ameise hingewiesen, deren Arbeit sich Gott wohl gefallen lässt, weil die Grille, die macht den ganzen Sommer über nur Musik, die Ameise sorgt allerdings für die Vorräte im Winter und diese Fürsorge, diese treffliche Fürsorge lässt sich Gott also wohl gefallen. Ja, im einen Fall ist es das Vorhalten, im anderen Fall ist es das Nachhalten. Und zu den Inanspruchnahmen muss man eben auch noch den Aspekt einfügen, an wen, wer soll als gesellschaftliches Vorbild dienen. Im Moment ist die Diskussion darüber gerade schwierig. Es sei an die Bibel erinnert, wer von euch unschuldig ist, der werfe den ersten Stein. Das perfekte Leben eines einzelnen Individuums ist auf Erden schwerlich zu finden, es sei denn, es handelt sich um Menschen, die schon mal die Heiligsprechung erhalten haben. Aber möchte man lieber mit Epiktet einen studierten Sklaven, freigelassenen Sklaven der Philosophie als Sympathieträger und Erfinder der Nachhaltigkeit, mit Epikur, der eine Philosophenschule der Überlieferung zufolge in seinem Garten angelegt hat,
der auch den damals gesellschaftlich gegenüber den Männern abgestuften Ehefrauen und Sklaven seine Lehre zuteil werden ließ? Oder möchte man einen barocken Amtsträger in all seiner Pracht und mit der gesamten Vorurteilsstruktur, die der Barock in Deutschland mit sich bringt, zum Vorbild ausrufen? Das ist eine Frage von Werten am Ende des Tages. So, und über die Zukunftsfähigkeit von Nachhaltigkeit, ich denke, es ist schon deutlich geworden, nachhaltig ist das, was dann am Ende des Tages nachhaltig benannt wird, aber nicht alles, was nachhaltig benannt wird, ist in dem Sinne tatsächlich ja, umwelterhaltend, Natur, wo sie noch auftreten mag, naturschonend. Man ist versucht, da an Loriot zu denken. Liberal ist im liberalen Sinne nicht nur liberal. Und es ist mittlerweile möglich, sowohl einen Fakt wie auch das Gegenteil von einer oder eine These und ihr Gegenteil gleichermaßen als nachhaltig zu definieren und zu erörtern. Wenn der Vortrag dazu dienen sollte, ein wenig mehr über Nachhaltigkeit nachzudenken, hat er sein Ziel erreicht.